Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks und hier mal wieder mit einem Gast-Replay gespielt vom Christian Jan in seinem T-54-1 Tier 9 mittleren Panzer der USA. USA, USA. Ja, und man sieht schon eben Karelien als Karte. Teams würde ich sagen, so von den WN-Wertungen bisschen pro Christians Team. Natürlich hat er als Top-Tier auf jeden Fall auch hier noch einen kleinen Vorteil. Kann man ganz klar auch so herausheben. Und dann schauen wir mal, er fährt klassischerweise jetzt die Nullerlinie erstmal runter. Wobei mit dem Panzer auch ganz gut sozusagen im oberen, im nördlichen Teil der Karte gearbeitet werden kann, weil er hat eine sehr gute Gun Depression. Also die Kanone kommt gut runter, dementsprechend kann man den also auch wirklich da schön einsetzen. So, er ist nicht der allerschnellste Medium, das kann man ganz klar so sagen, wie es ist. Und jetzt schauen wir mal, jetzt wird hier vorne gleich bestimmt wieder ein bisschen Action losgehen, wobei die haben auch nicht so wirklich viel Schnelles. Also vielleicht kommt er auch ganz gut hoch, ohne dass er großartig in die prekäre Lage kommt. Ja, schafft er in der Tat. Der FCM war da ein bisschen zu langsam noch. Und das ist jetzt natürlich ein Riesenvorteil, dass er hier so ganz entspannt auf den Hügel kommen konnte. Gespottet ist er auch nicht worden. So, und jetzt kann er wahrscheinlich von hier richtig ganz entspannt agieren. Direkt zum Beispiel auf den IS-6. Ah, der erste Kugel ging natürlich schön im Boden. Die zweite sitzt. Und die dritte dann auch direkt. Sehr schön. Aber gleich der Reload. Weil 4 Granaten im Magazin ist natürlich sehr wenig. Beziehungsweise ist natürlich schon ordentlich. Also wenn jede davon irgendwo ihre 350 Schaden macht, dann sind es auch 1400 Schaden. Aber eben jetzt kommt ihm zugute, dass die Gegner nicht auf den Hügel gefahren sind, weil er kann sich jetzt hier ausbreiten. Jetzt guckt er mal runter, ob da irgendwas wahrscheinlich zu holen ist. In der Tat. So, T29 hat es da ein schlechtes Leid. Der wird wahrscheinlich direkt weggeholt. Ja, so ist es auch gewesen. So, der T32 hat auch auf ihn gewirkt. Und jetzt bekommt er von der Seite, jetzt muss er aufpassen. Aber einfach ein bisschen zurückfahren, bis man nicht mehr gespottet ist. Und dann ist das auch wieder alles entspannt. Und da ist der Tiger offen, der ihn beschossen hat. Da gibt es bestimmt eine Revanche. Ah, da ist er leider. Ah, da ist er wieder. So, jetzt kommt er ran. Jetzt bietet er ihm sogar noch gut die Seite an. So, und noch einer. Ah. Wahrscheinlich wieder Reload, oder? Eine Granate hat er noch im Magazin. So. Der T32 hat ihm vorher auch die erste verpasst, also auch gleich hier wieder die Revanche. Jetzt ist er wieder im Reload. Und das ist normalerweise das, wo der Gegner jetzt hochdrücken müsste und ihn einfach holen soll. Weil eben die 33, 35 Sekunden, was er hat an Reload, da kann er jetzt, da ist er schutzlos. Aber so kann er natürlich die absolute Stärke eines Autoloaders ausspielen und zwar das ganze Magazin rausknallen und dann direkt einfach wieder zurückziehen und nachladen. So, 3, 2. Der erste. Der zweite. Ja, auch da ist er weg. Macht er ganz clever. Und dann den auch noch direkt. 4 Kills, 3,8 Schaden. Ah, an den IS-3, da hat er leider drüber geschossen. Aber wie gesagt, da hat das Gegnerteam ja einfach, da ignorieren sie ihn auch schon sträflichst. Das ist natürlich, man sieht es eben auch an seinem Damage Pool schon. Da passiert zu wenig, was auf ihn geht. Und
Man darf jetzt auch nicht vergessen, das ist ja auch hier unten, man hätte ja auch mal sich ein, zwei jetzt holen können. Wenn man jetzt einmal den M103 schießen lässt, dann können ja die Gegner, die sind ja wirklich hier viele an der Zahl gewesen, hätten ja locker mal hier hochdrücken können. Also da ist ja wirklich unten nicht so dramatisch schlimm gewesen, dass man sagen hätte können, okay, man kommt hier nicht hoch. Also ganz klarer Fehler des Gegnerteams, meines Erachtens. Ah, der war jetzt ein bisschen zu viel auf dem Turm, ein bisschen zu wenig auf die Kommandantenluke, wie ich das gesehen habe. So, und jetzt schaut der AMX raus, der erste, der zweite. Oh, da ist ein Reload. Jetzt ist natürlich mal das, was eben da ist, aber jetzt ist der AMX auch im Reload. Und jetzt wiederum, er bekommt wieder keinen Druck. Das heißt, er kann sich wieder zurückziehen und er kann dementsprechend sich wieder regenerieren. Ein Kill fehlt ihm noch zum Glück für den Krieger. So, der AMX lässt ihn jetzt auch gewähren und ja, der wird ihn jetzt auch killen. Also da muss schon mit dem Teufel zugehen, dass der nicht macht. Jo, da hat er den Krieger. 5200 Schaden. Also wie gesagt, besser kann man das nicht machen. Aus seiner Sicht, aus Gegnerteams Sicht, wie gesagt, kann man einiges besser machen. So, jetzt kann er auch noch da den zwei verpassen. So, noch einen. Kriegt er den auch noch? Ah, prall da ab, prall da ab. Aber 6000 Schaden, auch trotzdem, da gibt es nichts zu bemäkeln. 6 Kills, nice gespielt. Man sieht auf jeden Fall die definitiven Vorteile dieses Panzers. Eben eine schlechtere Panzerung. Und ja, eine nicht allzu hohe Topgeschwindigkeit. Aber wie gesagt, definitiv Daumen hoch für ihn. Daumen hoch hoffentlich auch fürs Video. Und wie gesagt, ihr dürft mir gerne Kommentare da lassen, was ihr anders gemacht hättet, beziehungsweise wie ihr das seht. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Ike.